Die Märkte warten auf die Rede von Jerome Powell und bei den letzten drei Auftritten kam es nach den Aussagen des Fed-Chefs zu einem Abverkauf. Das muss diesmal nicht so sein, denn alle erwarten ja im Grunde eine hawkische Rede. Eines ist klar, was soll Powell eigentlich so viel anderes sagen als das, was viele Fed-Speaker in den letzten Tagen gesagt haben? Ja, wir werden die Zinsen langsamer anheben. Aber wir werden die Zinsen doch höher anheben als zuvor erwartet. Das scheint eine Reaktion auf den Anstieg der Aktienmärkte und den Fall der Renditen zu sein, also auf die Lockerung der Financial Conditions. Und wir werden die Zinsen länger oben halten, als ihr glaubt. So hat es jetzt James Ballard nochmal betont, der sicherlich auf der hawkischen Seite der Fed ist. Aber insgesamt ist die Message eigentlich relativ klar und die dürfte Powell auch wiedergeben. Wir wollen die Inflation nach unten bringen. Ein guter Inflationsbericht ist nicht der Beweis, dass die Inflation wirklich nach unten geht, etc. etc. Ich versuche in diesem Video zu zeigen, dass weniger Inflation das eigentliche Problem ist für die Märkte, sondern jetzt schon die Rezession das eigentliche Thema sein sollte. Das ist bei den Märkten, bei den Aktienmärkten nicht eingepreist. Die Anleihemärkte preisen das mit massiven Invertierungen der Zinskurven ein. Und die Märkte, wie gesagt, die sind vor allem auf die Liquidität der Fed fokussiert, auf die Zinsen fokussiert und auf das Thema Inflation fokussiert und erwarten hier also die Erleuchtung praktisch wieder durch die Rede von Jerome Powell. Bei den letzten drei Gelegenheiten, Jackson Hole 26. August, minus 3,37%, der S&P 500, 21. September, 1,71 und 2. November bei der Pressekonferenz, minus 2,5%. Seine Rede heute, The Economy and Labor Market, beim Brookings Institut. Da muss ich mal gucken, ob die frei verfügbar ist. Ich habe mich da mal angemeldet bei Brookings. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich ab 19:30 die Highlights der Rede präsentieren und im Vorfeld noch ein Marktgeflüster machen, um zu zeigen, was wichtig war an diesem Tag. Schauen wir uns mal an. Die Märkte erwarten ja diesen Fed-Pivot oder hoffen auf diesen Fed-Pivot. Wir haben jetzt, wie Sie hier rechts sehen, die drittschnellste Zinsanhebung der US-Geschichte. Nur 1980 und 1973, also Ölkrise und Reaktion auf Iran-Krise, könnte man sagen. Da ging das Ganze schneller. Von den letzten 13 Fed-Pivots, also von den die letzten 13 Male, als die US-Notenbank dann echt eine Wende gemacht hat, waren nur 5 der Boden letztendlich bei den Aktienmärkten. Also selbst wenn die Fed eine Wende macht, und das wird sie tun, weil sie eben dann auf die Rezession reagiert, heißt das nicht, dass der Boden für die Märkte jetzt wirklich eingezogen ist. Wir sehen, dass alle regionalen Fed-Indizes nun in Kontraktion sind, also praktisch Schrumpfung signalisieren. Die Märkte finden das erstmal ganz gut, weil sie sagen, naja, schlechte Konjunkturnachrichten sind gute Nachrichten, weil die Fed dann aufhört, die Zinsen anzuheben. Und das mögen wir doch so sehr, da sagt Jim Bianco, the stock market is a liquidity junkie. It needs lower rates more than it needs better earnings. Also man fokussiert sich vor allem auf die Frage Liquidität und weniger auf die Frage Earnings. Aber ich glaube, das wird sich eben perspektivisch verschieben, dass man sich eben doch sehr stark auf die Earnings fokussieren wird. Hier sehen wir mal, wie gering das Volumen derzeit ist beim SPY, das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Gestern 51 Millionen, davor 67, am Freitag 30, okay, das war ein verkürzter Handelstag, 68, 60, 51. Also das ist sehr, sehr dünn, was da passiert. Goldman Sachs sagt jetzt, also viele haben jetzt irgendwie schon mit dem Jahr 2022 abgeschlossen und haben nicht mehr so richtig Lust. JP Morgan sagt, ja, unsere Kunden, die sagen, naja, wenn es nichts Außergewöhnliches passiert, müsste eigentlich der S&P 500 so in der Range 3700 bis 3900 fair bewertet sein. Das wäre etwas niedriger, als wir derzeit sind. Und wenn wir uns mal die Böden anschauen in Sachen Price-Sales-Ratio, also in Sachen Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann sehen wir, da waren wir deutlich tiefer letztes Mal, als wir solche Böden gemacht haben, 2020, 2018, 2009 und 2002. Da waren also die Bewertungen deutlich niedriger. Jetzt ist das anders, weil man eben ein Soft Landing eigentlich einpreist oder schlimmstenfalls eine milde Rezession, aber nicht eine scharfe Rezession. Gestern hat Apple die Märkte ein bisschen nach unten gezogen. Ich hatte das gestern im Marktgeflüster thematisiert. Apple wird zum Problem der Märkte.
Weil man eben ein ethisches Problem hat, auf jeden Fall, aber selber so auf Vogue und wir sind die Guten macht. Ethisches Problem vor allem mit den Dingen in China. Hier sehen wir mal die Rezessionen 2008, 2020 und 2022. Jedenfalls hätte da vor allem Apple noch viel Luft. Man hat nur 20% vom Allzeithoch verloren. Die anderen deutlich mehr, vor allem eben Amazon deutlich mehr, aber auch Microsoft etwas mehr. Charttechnisch ist viel Luft bei der Apple-Aktie nach unten, wenn hier zentrale Unterstützungen demnächst brechen sollten. Wir hatten beim letzten Inflationsbericht die Inflationszahlen aus dem Oktober, die dann ja im November erst gezeigt werden, CPI-Daten, die haben ja zu einer massiven Rallye geführt. Nasdaq an diesem Tag 8%, über 8% gestiegen. Anleiherenditen so stark gefallen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Seitdem, hier sehen Sie das oben in dieser Grafik, ist im Grunde eine Seitwärtsbewegung der Fall. Wir hatten da ein massives Gap nach oben, ging noch ein bisschen weiter nach oben, wieder nach unten, wieder nach oben, wieder nach unten hierzu. Also so wahnsinnig viel Veränderung haben wir seit den letzten Inflationszahlen eigentlich nicht. Wir sehen jetzt die Aktien, die über dem 500-Tages-Durchschnitt sind, beginnen ein bisschen zu drehen, respektive die Zahl beginnt ein bisschen zu drehen. Wir sehen den Bullish Percentage Index beim Dow Jones beginnt zu drehen. Sie sehen diesen kleinen Hakler nach unten und unten im RSI sehen wir auch, da scheint eine Wende möglich zu sein. Wir sind in wirklich einer vorentscheidenden Situation. Wir haben oben den S&P 500 auf Tagesbasis. Da sind wir jetzt an der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals. Bricht die Fragezeichen. Beim VIX sind wir an der oberen Begrenzung des Abwärtstrendkanals. Bricht die, kommt dann Ausbruch des VIX nach oben, Ausbruch des S&P 500 nach unten. Bei einer Rede von Paul kann alles passieren und das Gegenteil. Fakt ist aber, dass natürlich die Fed weiter die Zinsen anhebt und weiter die Bilanzsumme reduziert. 95 Milliarden Dollar pro Monat ist hier avisiert. Die Fed hat in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr jetzt die Bilanzsumme reduziert. Am Anfang ist das sehr langsam gegangen. Und hier ein Artikel bei Bloomberg, der sagt also, wenn die Liquidität letztendlich so stark aus den Märkten gezogen wird, dann könnte der S&P 500 bis Ende Dezember nochmal um 8% fallen. Aber, sagen alle, die Stimmung sei doch so bärisch. Ja, stimmt, nur alle Bären sind voll auf der Long-Seite investiert, wie es aussieht. Hier sehen wir mal die Flows into Equity Funds. Und zwar ist da von einer irgendwie gearteten Panik und Flucht der Investoren raus aus den Märkten bisher noch nichts zu erkennen, trotz bärischer Stimmung etwa der amerikanischen Privatinvestoren. Aber jetzt kommt der große Elefant im Raum und das ist die Rezession. Wir haben jetzt neue Rekorde, was die Zinskurve betrifft. Hier etwa die 2- und die 10-jährige Rendite, die ist so invertiert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und jetzt erzählen uns dieselben Leute, die Kursziele ausgegeben haben für den S&P 500 bei 5000 Punkten, erzählen uns jetzt, ja, also das wird keine Rezession, das wird ein Soft Landing, also diese rosa-rote Weltsicht. Andere sagen, buy the dip. Und dann fragt etwa hier ein Twitter-Account, ja, welchen der 24 Bips soll ich denn jetzt kaufen? Also wir hatten schon einige Rücksetzer, wir sind nach wie vor in einem intakten Bärenmarkt und die Anleiherenditen schreien, da kommt eine fette, dicke Rezession. Die Aktienmärkte sagen, nein. Das wird ein Soft Landing. Aber wir sehen interessante Reaktionen etwa unter der Oberfläche. Hier wurde aus dem LQD, das ist ein großer ETF von iShares, der Investment Grade Corporate Bonds abbildet, also Investment Grade Unternehmensanleihen abbildet. Da wurde gestern 10% des gesamten Volumens bei diesem ETF abgezogen, mit Abstand das größte, was da jemals passiert ist. Da kriegt also jemand oder kriegen einige kalte Füße offenkundig und wollen schnell aus der Geschichte raus. Warum? Viele dieser Investment Grade Firmen sind Triple B gerated, also eine Stufe über nicht mehr Investment Grade, und wenn da eine Abstufung kommt, dann fallen die raus. Dann würde das die Qualität deutlich verschlechtern und damit wahrscheinlich Wertverluste bei diesem LQD bedeuten. Hier sehen wir jetzt, dass über 80% der Zinskurven bereits invertiert sind. Also hier reagieren manche Leute offenkundig ebenso wie Michael Burry, bekannt aus The Big Short, jetzt mit einer düsteren Prognose. Was wird uns da rausholen aus dieser Rezession?
Er spricht von einer Multi-Year Recession, also einer jahrelangen Rezession. Hat er recht? Wir wissen es nicht. Der gute Mann hat ja ein bisschen einen Asperger, aber hat damals eben auch klar erkannt, dass die Immobilienblase in den USA platzen wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, die Warnsignale sind da seitens der Anleihenmärkte. Wie gesagt, die Aktienmärkte fokussieren sich total auf etwas anderes. Heute wichtig noch, erstens die JOLTS, das sind die offenen Stellenangebote in den USA. Da ja zuletzt eine Riesenüberraschung mit 10,71 Millionen, viel höher als erwartet. Paul hat immer wieder gesagt, ich gucke mir diese JOLTS sehr, sehr genau an. Jetzt hatten wir zuletzt ja alleine 75% der Belegschaft von Twitter entlassen, Apple mit Hiring Freeze, Amazon 10.000, Snapchat 20% der Angestellten, Meta 11.000, AMC 20% und Intel 20% der Angestellten werden entlassen. Die Frage ist, ob sich das in diesen Zahlen schon niederschlägt, aber hier sehen wir praktisch die kommende Rezession schon am Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist ja immer ein nachlaufender Indikator zum Arbeitsmarkt. Heute die ADP Beschäftigungsänderung erwartet 200.000. Das gilt ja immer so ein bisschen als Indikation für die großen Arbeitsmarktdaten, die dann am Freitag kommen. Wir haben jetzt den dritten Monat in Folge fallende Mieten, meine Damen und Herren. Die sind um 1% gefallen, das ist der dritte Monat, der zweite Monat in Folge, dass jetzt praktisch die Mieten so stark gefallen sind wie noch nie, seit die Daten aufgezeichnet werden. Also wir sehen, dass diese Sticky Inflation, die sich nach wie vor ja in die Zahlen so stark reinfrisst, weil eben diese Mietdaten verzögert reinkommen, 6 bis 9 Monate verzögert, dass da eigentlich der Wendepunkt schon erreicht ist. Wir sehen hier den Slowdown am Housing Market hier in der rechten Grafik mit diesem Strahl, der hier nach unten geht, mit diesem Strich, der hier nach unten geht. Das ist praktisch die Entwicklung des Hausmarktes, wenn die Fed die Zinsen anhebt und wir sehen, wie schnell das nach unten geht. Das sind die Zahl der Transaktionen bei Hauskäufen. Also die Zahl der Transaktionen geht deutlich zurück. Wir sehen, dass eben diese Komponente Shelter und Homeowners Equivalent Rent wohl bald kippen dürfte. Das wird sich dann in den Inflationszahlen niederschlagen. Ist das ein Grund für eine Party an den Märkten? Es wird eben auch dazu führen, dass der Abschwung so krass sein wird. Wahrscheinlich in den USA am Hausmarkt hängt eben sehr viel. Da gibt es Domino-Effekte, die dann praktisch ausgelöst werden. Aber Inflation wird perspektivisch, das glaube ich auch, in den USA nicht mehr das große Problem sein, sondern Rezession. Und dementsprechend starren die Märkte alle auf diese Mücke-Inflation jetzt, die eigentlich schon inzwischen eine Mücke ist, aber ignorieren eben den Elefanten im Raum, der möglicherweise auch eben durch China kommt. Wir haben heute ganz miserable Zahlen wieder zu den Daten Chinas bekommen. Einkaufsmanager-Index Gewerbe 48,0, also Schrumpfung, alles unter 50 ist Schrumpfung, 49 erwartet. Non-Manufacturing 46,7, also Dienstleistung, deutlich schwächer. Wir sehen, dass vor allem die Autoindustrie ein Problem hat, Volkswagen etc. haben ein Problem, da kann vieles nicht passieren wegen Lockdowns. Wir sehen gleichzeitig, dass China in Sachen Debt Service Ratio, also praktisch Schuldenratio, mit am höchsten ist. Hongkong ist da ganz krass unterwegs. Also China hat faktisch das Problem, dass man wahrscheinlich nur über eine Entwertung des Yuan diese Schulden auch letztendlich entwerten kann. Wir haben eine intakte Immobilienblase, die nicht mehr so intakt ist, die jetzt bereits platzt. Und warum gehen die Leute auf die Straße? Warum sind es vor allem junge Leute, die in China auf die Straße gehen? Letztendlich war der Deal ja praktisch der Vertrag zwischen Regierung und der Bevölkerung. Ihr haltet die Klappe, dafür sichern wir euch Wohlstand. Und jetzt sieht diese junge Generation, dass dieser Wohlstand nicht mehr kommt. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit von über 20%, das muss man sich vorstellen. Das heißt, die Leute glauben nicht mehr an diesen Vertrag mit der Regierung und beginnen daran zu zweifeln, weil sie wissen, für sie sind jetzt nur noch die Nachteile dieser rigiden Überwachung, dieser nicht vorhandenen Meinungsfreiheit da, aber die Vorteile, nämlich der Wohlstand, der bricht weg. Das ist genau diese Unruhe, die jetzt in der Bevölkerung ist. Und man sollte das nicht unterschätzen. Das wird jetzt nicht vorbei sein. Es ist erstmal Ruhe, weil natürlich massive Polizeipräsenz in China ist, aber diese jungen Leute, die werden weiter Unruhe stiften, das zeichnet sich ab. Das Thema ist noch lange nicht vorbei. Wir sehen auch übrigens jetzt in Deutschland, dass die Materialknappheit in der Industrie rückläufig ist. Allerdings in der Automobilbranche steigt sie weiter, sonst fällt sie. Maschinenbau, auch nach wie vor fast 80% der Unternehmen, die von Materialknappheit berichten. Im Automobilsektor 83,2%, also da
sehen wir schon auch disinflationäre Tendenzen teilweise. Und hier nochmal der CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde Strom in Deutschland, der so teuer ist wie nirgendwo sonst. Da ist nur Polen noch ein bisschen besser als wir. Wir sind also Klima-Weltmeister. Der Rest der Welt lacht über uns, wie Zittelmann hier sagt. Und hier sehen wir mal den CO2-Ausstoß Chinas und Deutschlands. Und da muss man ernsthaft die Frage stellen, macht es nicht vielleicht mehr Sinn, irgendwie Technologie zu entwickeln, unter hohem Aufwand Forschung, die nach China zu verkaufen? Denn wenn wir als Zwerg im Vergleich zu China irgendwie dann wunderbar CO2-neutral sind, who cares? Das bringt die ganze Geschichte nicht wirklich in eine andere Situation. Hier sehen wir eben, wie stark China letztendlich der entscheidende Trigger hier ist. Und solange da nichts passiert, können wir so grün sein, wie wir wollen, wenn wir gleichzeitig eben CO2 in die Luft pusten, dass es schon kracht. Ich verstehe diesen Widerspruch nicht, viele andere scheinbar auch nicht. Zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren, Dollarschwäche, ideal für Gold und Silberminen. Interessant, was kann man da tun, was bietet sich da an? Sollte der Dollar schwächer werden, der hat ja deutlich korrigiert und die nächsten Tage, die geben Schwung bei den Indizes, vor allem beim DAX. Worauf da zu achten ist, hier wirklich sehr, sehr kluge Aussagen in Sachen, diejenigen, vor allem für diejenigen relevant, die in DAX eben investiert sind. Also zwei Artikelempfehlungen und Markeflüster heute so um und bei 19 Uhr habe ich mir vorgenommen, weil ich 19:30 dann versuche, die Paul-Rede, soweit es geht, schriftlich abzubilden. Schauen Sie dann da rein bei Finanzmarktwelt. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.